Jo Freunde, das wichtigste Video in dieser ganzen Season hier von mir. Wenn ihr einfach im Battle Pass schnell leveln wollt und auch dann wirklich alle Skins am Ende der Season freischalten wollt, alle Tipps in dieser Stelle mal von mir in diesem Video. Falls neu seid, euch das Video hilft, gerne mein Creator Code iPlayTobi eintragen im Item Shop, würde mich sehr freuen. Kuss geht raus. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den ganzen Tipps und Aufgaben. Let's go. Und Freunde, das wichtigste vorab, macht auf jeden Fall jeden Tag eure Tagesaufgaben. Das sind einfach die ungewöhnlichen, die grünen Aufgaben, zum Beispiel Pistolen Schaden oder hier an Angelstellen fischen. Super easy Aufgaben. Baut das einfach in euer normales Spiel ein und ihr kriegt jedes Mal wirklich 22.000 Punkte. So viele Punkte für Tagesaufgaben gab es noch nie. Deswegen macht ihr auf jeden Fall jeden Tag schon mal der erste Punkt auf jeden Fall, um schnell zu leveln in dieser Season 6. Ansonsten gibt es natürlich die ganzen Wochenaufgaben und die macht auch auf jeden Fall, das sind die goldenen und auch dann die lilanen, die epischen, macht die auf jeden Fall auch. Da gibt es natürlich auch wieder extrem viele EP und da mache ich natürlich auch jede Woche wieder die Videos zu, deswegen schaut da gerne vorbei. Aber ansonsten komme ich jetzt mal zu den wichtigen Aufgaben, nämlich den blauen und das sind die seltenen und ja, das sind einfach die Stempelkartenaufgaben. Viele von euch sagen, das sind einfach die Geheimaufgaben, weil die seht ihr noch nicht. Wenn ihr nämlich hier auf Aufträge geht, das sind einfach die blauen, die kommen erst, wenn ihr schon so kurz vor der ersten Stufe seid oder vor der nächsten Stufe, dann seht ihr die zum Beispiel sowas wie Nutze Schildränke und so. Und ich gehe mal kurz alle für euch durch, dass ihr da auf jeden Fall wisst, was ihr machen müsst. Und ich zeige euch natürlich die besten Plätze, wo ihr da am besten hingeht und gebe euch nochmal Tipps und Tricks dazu, dass ihr wirklich hier schnell leveln könnt. Kommen wir damit auch zur ersten Herausforderung. Die ist einfach, baue Stein ab. Und das ist super easy, brauche ich nicht groß zeigen. Einfach hier Stein abbauen, super schnell gemacht. Phase 1, 2500 und dann bis zu 250.000 Stein hier abbauen. Muss. Relativ lang, die letzte Phase aber geht einfach durch und so kriegt ihr die auf jeden Fall voll. Der nächste Auftrag wäre Fälle Bäume und ja, einfach Bäume fällen, brauche ich auch nicht mehr zu sagen. Von 100 Bäumen bis zur letzten Phase 2500, super, super easy XP, die ihr da bekommt. Dann eine Herausforderung, danke dem Busfahrer, ganz easy, einfach wenn ihr aus dem, bevor ihr aus dem Bus springt, müsst ihr hier runterdrücken und dann dankt ihr dem Busfahrer, ich denke mal, ihr wisst es alle, für die erste Phase 10, dann bis zur letzten Phase 200 Mal, also ihr müsst 200 Games machen, dann habt ihr alles voll und da habt ihr die Aufgabe auch ruckzuck fertig. Benutze Lagerfeuer, wäre damit also auch das nächste, einfach Lagerfeuer anzünden, das Ganze also machen, wenn ihr im Spiel seid, auch wenn ihr nicht Leben verloren habt oder sowas, zündet einfach an, ihr bekommt auf jeden Fall immer da die XP, sind 3 bis 150, dass ihr alle Phasen hier voll habt. Nutze Sofortgegenstände, wäre dann auch die nächste Aufgabe und das ist ja alles hier, Kokosnuss, Äpfel und so weiter, einfach immer zwischendurch snacken, da braucht ihr für die erste Phase 10 bis zur letzten Phase 500 Sofortgegenstände. Dann gibt es eine Herausforderung, die heißt Durchsuche Eismaschinen und das müsste eigentlich die sein, hier, dass ihr einfach diese Gefriertruhen durchsucht. Da gibt es nicht ganz so viele auf der Map. Auf jeden Fall, wenn ihr eine seht, nehmt die mit. Für die erste Phase sind das dann auf jeden Fall 5. Dann bis zur letzten Phase 300. Das wird schwierig. Nehmt auf jeden Fall immer welche mit, wenn ihr welche seht. Dann gibt es natürlich eine Aufgabe, durchsuche Munitionskisten und die wird auf jeden Fall selbstständig gemacht, gelöst, wenn ihr einfach zockt, einfach Munitionskisten durchsuchen und das geht eigentlich ruckzuck. Von 50 auf Phase 1 bis zu 2500 in der letzten Phase einfach jede Munitionskiste mitnehmen, die ihr findet, auch wirklich durchsuchen, nicht zerstören vorher hier unten, dann zählt es nicht, ansonsten auch super easy. Ebenfalls natürlich mit Durchsuche Truhen hier, ich habe schon gesehen, eine Truhe habe ich schon aufgemacht jetzt hier und für die erste Phase braucht ihr da 50 und dann auch 2500. Ebenso mit Durchsuche Vorratslieferung, macht das am besten im Gruppenkall-Modus, guckt einfach auf die Map dann hier in dem Kreis, wo die blauen, diese Lieferungen landen, macht die auf für die erste Phase 5 bis zur letzten Phase 100 und die habe ich auch schon fast voll, wenn ihr viel Gruppenkalle spielt, super, super easy abgeschlossen. Die nächste Aufgabe wäre, eliminiere Gegner aus 150 Meter Entfernung, das geht natürlich eigentlich immer nur mit Sniper. Die sind aber aktuell noch nicht im Spiel, deswegen wartet auf den LTM oder macht das Ganze mit Bogen. Versucht es auf jeden Fall mit Bogen. Ihr braucht da insgesamt 3 für die erste Phase und dann bis zu 100 Stück für die letzte Phase, dass ihr da alle XP bekommt. Eliminiere Spieler wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr easy. Könnt ihr natürlich im normalen Game machen. Ansonsten natürlich auch im Gruppenkeil-Modus sehr, sehr zu empfehlen. Das schafft ihr eigentlich immer in der Regel so knapp 10 Gegner, die eliminiert. Auch super easy. Für die erste Phase 5, dann bis zur letzten Phase 500, dass ihr alles abgeschlossen habt. Damit kommen wir auch zu den ganzen Eliminierungsherausforderungen und das wäre die erste auf jeden Fall, Eliminierung mit Bogen und da braucht ihr für die erste Phase 3 bis zur letzten Phase 150 Gegner, die ihr eliminiert mit dem Bogen, ist auch egal, welchen Bogen ihr da nutzt, macht das Ganze auch am besten im Gruppenkill-Modus, da könnt ihr auf jeden Fall super, super easy die ganzen Gegner dann killen. Das nächste wäre Eliminierung mit Explosionswaffen und dort ist es auch 3 für die erste Phase und 150 für die letzte Phase.
Eliminierung mit gewöhnlichen und ungewöhnlichen Waffen wäre dann die nächste Stempelkarte. Da braucht ihr diesmal 5 für die erste Phase und insgesamt 500, dass ihr die letzte Phase schafft. Aber ist eigentlich super easy. Es sind einfach, jede graue Waffe zählt. Zum Beispiel hier auch zum Beispiel Granaten ist auch grau, zählt auch. Und jede grüne Waffe, die zählt natürlich auch. Das nächste wäre Eliminierung mit Haftgranaten. Und Haftgranaten sind wohl aktuell noch nicht im Spiel. Andernfalls könnt ihr das auch mit den Kuschelfischen probieren. Wobei das sehr schwierig ist. Deswegen wartet hier auf jeden Fall ab, bis ein neues LTM kommt, dass es reinkommt. Ansonsten mit Haftgranaten 3 für die erste Phase, 3 Kills und 75 für die letzte Phase. Dann gibt es auch Eliminierung mit Harponierer und da braucht ihr für die erste Phase einfach 1 und für die letzte Phase 50. Dann auf jeden Fall Eliminierungen mit Kopfschuss für die erste Phase 3, dann 25, 50, 100 und für die letzte Phase 200. Dann Eliminierung mit Maschinenpistole, da braucht ihr natürlich eine SMG für eine Maschinenpistole auch. Brauche ich nicht viel zu erklären, da braucht ihr auch für die erste Phase 3 und dann bis zur letzten Phase 150 Gegner killen. Habt ihr auch eigentlich super ruckzuck fertig im Gruppenkill-Modus. Eliminierung mit Pistole dasselbe, da braucht ihr nämlich auch 3 für die erste Phase und dann 150 für die letzte Phase. Nächste wäre Eliminierung mit Schrotflinte und die ist wirklich super easy, vor allem mit der Urzeit-Schrotflinte. Die macht einfach so heftig Schaden. Haltet einfach, er schießt einfach hier von selber und da braucht ihr auch 3 für die erste Phase, dann 10, 25, 75 und 150 für die letzte Phase. Super, super easy, vor allem im Gruppenkill-Modus. Eliminierung mit Sturmgewehr ebenfalls nochmal. Da braucht ihr auch nochmal 3 für die erste Phase und dann bis zu 150 für die letzte Phase. Auch super easy. Die nächste Aufgabe wäre Eliminierung, während du ein Boot steuerst oder darin mitfährst. Dafür die erste Phase 2, dann 5, 15, 50 und für die letzte Phase 150. Entweder ihr schießt natürlich oder ihr macht es einfach, indem ihr einfach hier euch hinten hinsetzt, im Gruppenkill-Modus einfach hier chillt oder auch im normalen Modus und dann einfach auf Gegner schießt. Eigentlich auch relativ easy Aufgabe. Dann natürlich wieder dabei, fange Fische und das auch super easy, brauche ich nicht groß erklären. Ihr braucht eine Angel und natürlich hier am besten in den Fishing-Spots für die erste Phase 3 bis 250 für die letzte Phase. Gleichzeitig auch Fische bei Angelstellen und Angelstellen sind natürlich auch diese, ja, wo die Fische halt drin rumschwimmen. Ihr seht es da hinten, zack, und das macht ihr eigentlich gleichzeitig. Da braucht ihr für die erste Phase 5 und für die letzte Phase dann bis 300, dass ihr hier alle XP bekommt. Die nächste Herausforderung wäre, füge Gegnern Schaden zu. Super easy, brauche ich nicht erklären. Für die erste Phase 5000, dann für die letzte Phase sind das 500.000. Füge Schaden von oben zu, wäre dann die nächste Aufgabe. Und einfach hier natürlich, ihr müsst höher sein als der Gegner, springt am besten immer, macht Schaden. Geht super, super easy für die erste Phase 1000 und dann das Ganze bis 50.000 für die letzte Phase. Die nächste Herausforderung wäre, belebe Teammitglieder wieder. Da müsst ihr natürlich mindestens zu zweit spielen oder dann im Trio oder Teammatch. Und einfach, wenn euer Teammate genockt worden ist, müsst ihr euch daneben knien und den einfach wiederbeleben. Und damit ist die Aufgabe auch fertig. Das Ganze zweimal machen für die erste Phase, dann 15, 25 und 50 mal für die letzte. Ebenfalls führe Neustarts bei Teammitgliedern durch. Da müsst ihr natürlich hier zum Neustartbus, auch wenn ein Teammitglied von euch genockt worden ist und dann auch gekillt worden, da bekommt ihr natürlich so eine kleine Karte. Die müsst ihr hier halt einfügen und das Ganze dann insgesamt zweimal, 15, 25 und 50 mal, um das komplett hier zu absolvieren. Die nächste Herausforderung wäre, gib Barren aus und da müsst ihr insgesamt für die erste Phase 1000 ausgeben und dann bis zu 100.000 für die letzte Phase, dass ihr alles schafft und geht einfach da zu den Charakteren. Macht das einfach ruckzuck, geht auf jeden Fall sehr schnell, kann ich euch hier auf jeden Fall auch empfehlen. Die nächste Herausforderung ist, hilft Teammitgliedern bei Eliminierung, macht das Ganze im Gruppenkill-Modus und was ihr einfach macht, ihr schießt einfach Gegner an und ihr killt die nicht komplett. Ihr lasst einfach eure Teammates die Gegner killen, dann geht das einfach, weil ihr habt halt Schaden gemacht, das ist halt geholfen bei der Eliminierung und das Ganze müsst ihr für die erste Phase 5-mal machen und für die letzte Phase dann bis 250-mal. Die nächste Herausforderung ist, im Schwimmen zurückgelegte Distanz, hatten wir letzte Season auch schon, 1000 für die erste Phase und 25.000 Meter für die letzte Phase. Ebenfalls das nächste hier in einem Fahrzeug zurückgelegte Distanz. Das gleiche wie bei Schwimmen. Einfach hier ein Boot nehmen, ein Auto oder irgendwie sonst was. Und da 5.000 Meter für die erste Phase und 500.000 Meter sogar für die letzte Phase. Also relativ viel, aber das geht auch von alleine im Spiel. Spielt einfach hier, nimmt immer Autos zwischendurch. Ihr geht halt ruckzuck die ganzen Meter durch. Die nächste Aufgabe wäre, isst Äpfel und da müsst ihr einfach, klar, Äpfel essen für die erste Phase 10, 25, 50, 100 und 250. Am besten macht ihr das Ganze hier beim Obstgarten, da sind sehr, sehr viele Äpfel. Ebenfalls dabei hier ist Bananen. Ihr müsst natürlich auch jedes Mal Leben verloren haben, um damit es geht. Ich mache es hier auch bei Catty Corner. Ansonsten hier oben bei Cobble Castle, hier rundherum auf diesen Inseln, da sind die meisten Bananen. Falls ihr also die Aufgabe nur machen wollt, auf jeden Fall hier oben hin.
Und dann natürlich auch Isspilze. Da müsst ihr auch 10 bis 250 ebenfalls bei den Bananen einfach Pilze mal essen. Ich mache das Ganze ja auch bei Katie Corner. Ansonsten natürlich auch bei Weeping Woods findet ihr Pilze oder bei Slurpee im Boden drin. Die nächste Herausforderung ist Jage Wildtiere. Und das hatte ich ja schon mal als einzelne Herausforderung. Da müsst ihr einfach Hühner jagen oder Frösche oder halt Wildschweine oder Wölfe. Und das Ganze macht ihr einfach, indem ihr die abschießt. Insgesamt 10 für die erste Phase und 1000 für die letzte Phase. Nächste Herausforderung wäre Locke Wildtiere an. Und das Ganze macht ihr eigentlich, indem ihr ein Stück Fleisch hinwerft. Also bei Wölfen und auch Wildschwein. Und da müsst ihr für die erste Phase 3 anlocken und für die letzte Phase 200. Die nächste Herausforderung ist mit Hängegleiter zurückgelegte Distanz und einfach, wenn ihr aus dem Battlebus springt, macht den Gleiter auf, fliegt zur anderen Seite, ihr habt ruckzuck die Aufgabe fertig. Für die erste Phase sind das 1000 Meter, für die letzte Phase 50.000. Ich habe es, glaube ich, sogar schon voll, denn einfach, wenn ihr zwei, dreimal über die komplette Map fliegt, habt ihr die Aufgabe schon fertig, insgesamt schon 65.000 XP hier gut. Die nächste Herausforderung wäre Nahkampfeliminierung und das heißt einfach, dass ihr direkt vorm Gegner stehen müsst. Nehmt am besten einfach eine Schrotflinte, geht direkt vor dem, haut ihm die Schrotflinte einfach ins Gesicht und ja, dafür die erste Phase 5, dann 25, 50, 75 und für die letzte Phase dann 100 Eliminierung. Ebenfalls Nahkampfschaden an Gebäuden und das war letzte Season auch. Da muss einfach hier ein Gebäude stehen, sowas, was vom Gegner gemacht worden ist. Und ihr haut am besten mit der Spitzhacke drauf, dann zählt das und so macht ihr Nahkampfschaden auch ruckzuck fertig. Insgesamt 500 für die erste Phase und 50.000 dann für die letzte Phase. Nächste Herausforderung wäre nutze Schildtränke, also entweder Minis oder Biggies. Da braucht ihr für die erste Phase 25 und dann bis zu 1000 für die letzte Phase. Ebenfalls das Ganze mit Verbände und Medikits. Da müsst ihr natürlich immer ein bisschen Leben verloren haben. Klappt eigentlich auch, wenn man normal spielt, deswegen gönnt euch immer Medikits, Verbände, wenn ihr unterwegs seid. Ansonsten, ihr braucht natürlich für die erste Phase 25 und dann für die letzte auch 1000, also genauso wie bei den Schildtränken. Rüste Waffen auf, wäre auf jeden Fall die nächste Herausforderung und das könnt ihr am besten noch bei Charakteren machen. Ich lande zum Beispiel hier oben gerne, bei dem John Wick ist das ja, glaube ich, und der rüstet einfach Waffen auf für Gold. Holt euch einfach Waffen, graue, rüstet die durchweg auf, habt ihr ruckzuck die Aufgabe fertig. 5 für die erste Phase, 10, 25, 50 und dann 100 für die letzte Phase, geht schon fast wirklich in einem Durchgang hier. Nächste Herausforderung wäre, sammle Barren auf und brauche ich auch nicht viel zu erklären. In Truhen und wenn ihr Gegner killt, findet ihr natürlich Barren. Und ja, sammelt die einfach jedes Mal auf. Da bekommt ihr bei 1000 XP, dann bei 2500 und dann bis zu 50.000. Da bekommt ihr dann die XP und auch eigentlich super easy, erledigt sich auch von selbst. Die nächste Herausforderung ist, sammle Fleisch auf. Und ja, da müsst ihr natürlich Tiere killen. Und Fleisch sieht natürlich so aus hier. Ich denke mal, ihr kennt es mittlerweile. Einfach aufsammeln. Und ich hatte euch schon einen XP-Glitch dafür gezeigt, wie ihr das schneller machen könnt. Also immer hinwerfen, aufsammeln. Und so kriegt ihr die Aufgabe auch super schnell fertig. Insgesamt 25 für die erste Phase und 2500 dann für die letzte Phase. Das gleiche natürlich auch mit den Knochen. Also einfach sammle Knochen. 25 für die erste Phase und bis 2500 für die letzte. Entweder Tiere oder halt hier einfach überall, wo was mit Knochen ist, sind halt die Knochen drin, einfach aufsammeln, kriegt ihr auch eigentlich ruckzuck fertig. Dann kommen wir auch zu den XP-Münzen und da haben mich schon viele gefragt, kommen die diese Season wieder? Und aktuell sieht es wohl aus, dass die wiederkommen, aber nicht in dieser Menge, wie wir die letztes Jahr hatten. Denn aktuell steht es so, wir bekommen für blaue XP-Münzen, also sammle blaue EP-Münzen, bekommen wir für die erste Phase, brauchen wir eine Münze, für die zweite zwei Münzen, für die dritte Phase drei Münzen, dann vier Münzen und für die letzte Phase fünf Münzen. Also anscheinend sieht es so aus, dass wir hier wirklich nur fünf blaue XP-Münzen bekommen in der ganzen Season. Nur das schon mal als Info. Aber er braucht die auf jeden Fall, um dann auch hier die Stempelkarten voll zu machen. Ebenfalls das gleiche mit sammle goldene EP-Münzen, da auch eins für die erste und bis zu fünf für die letzte. Und dann natürlich auch sammle grüne EP-Münzen, auch wieder das gleiche, eins bis fünf. Und dann nochmal sammle violette EP-Münzen, auch wieder eins bis fünf. Die nächste Herausforderung ist einfach Schaden an Fahrzeugen, in denen ein Spieler ist, hatten wir auch letzte Season. Einfach, wenn ihr irgendwie einen Spieler seht, der im Auto vorbeifährt, einfach auf das Auto schießen. Für die erste Phase 250 Schaden, super, super schnell erledigt. Dann bis zu 20.000 Schaden bekommt ihr eigentlich relativ schnell fertig, weil ihr halt mit jedem Schuss irgendwie mindestens 20 Schaden auf jeden Fall hier macht. Ein Auftrag wäre natürlich auch, schließe epische Aufträge ab und die epischen sind natürlich die wöchentlichen Aufgaben, deswegen macht die auf jeden Fall auch. Damit bekommt ihr zusätzlich mit diesen blauen Stempelkartenaufgaben eure XP. Für die erste Phase 5, dann 10, 25, 50 und für die letzte Phase 75 Aufträge. Deswegen macht ihr auf jeden Fall immer, hilft euch bei beiden Aufträgen hier auf jeden Fall weiter.
Schließe gewöhnliche Aufträge ab, ist es ebenfalls, und das sind einfach die grauen. Also ihr müsst die Tagesaufgaben, die grün machen, und dann kommen natürlich danach graue rein, einfach hier bei den Aufträgen. Wenn ihr nämlich die grünen fertig habt, kommen graue rein, ist glaube ich auch nichts Neues, bekommt ihr 2,2000 XP dazu und macht die auf jeden Fall auch für die erste Phase 10 und dann bis zur letzten Phase 250 müsst ihr da abschließen. Die nächste Herausforderung ist einfach, schließe Kopfgeldjagden ab, auch wie letzte Season, ihr wisst Bescheid, einfach zu den Charakteren hingehen und dann Kopfgeldjagd machen. Ansonsten ist auch noch bei den Brücken teilweise, dass ihr da Kopfgeldjagd Plakate findet. Ich glaube hier bei der blauen zum Beispiel, genau an diesem Punkt, da findet ihr so ein Plakat, da könnt ihr das Ganze auch machen. Und insgesamt braucht ihr da 5 für die erste Phase und bis zu 100 dann für die letzte Phase. Das nächste wäre auf jeden Fall, schließe legendäre Aufträge ab und da braucht ihr einfach für die erste Phase 3 und bis zur letzten Phase 60. Das sind einfach die goldenen Aufgaben, die auch jede Woche reinkommen. Deswegen macht ihr auf jeden Fall auch, die sind zeitbegrenzt. Deswegen macht ihr auf jeden Fall jede Woche, wenn die drin sind, dass ihr da auf jeden Fall die XP doppelt hier bekommt. Ebenfalls natürlich mit dem blauen und das sind natürlich, schließe seltene Aufträge ab und das sind einfach nichts anderes als die, die ich euch hier alle zeige gerade. Denn wenn ihr die macht, schließt ihr auf jeden Fall auch gleichzeitig mit dieser Aufgabe ab hier und da braucht ihr insgesamt 10 für die erste Phase und dann 200 für die Phase 5. Und dann haben wir natürlich noch, schließe ungewöhnliche Aufträge ab und das sind natürlich einfach die grünen Tagesaufgaben, wo ihr 22.000 XP bekommt, dafür die erste Phase 10 und für die letzte Phase 250. Das nächste wäre, setze Gebäude mit Feuer in Brand und das ist ganz easy, macht es im Gruppenkallmodus und ihr habt halt immer diese Gebäude, ne? Also die Gegner bauen halt viel, können auch eure eigenen Mitspieler sein, ist egal und dann haut ihr einfach da Glühwürmchen drauf, die sammelt ihr vorher oder mit einem Boombogen, also mit einem Feuerbogen einfach drauf schießen, dass es halt in Flammen aufgeht. Super easy Aufgabe, super schnelle XP, 25 Gebäude für die erste Phase und 500 für die letzte, aber das ist halt nicht ein Gebäude, sondern jedes einzelne Teil zählt als ein Gebäude. Ebenfalls das gleiche mit setze Gegner in Flammen, deswegen macht es am besten auch, wenn Gegner irgendwie drin ist und da müsst ihr auf jeden Fall für die erste Phase 3 Gegner in Flammen setzen und für die letzte Phase dann 75, ebenfalls auch mit Glühwürmchen oder dann mit Boombogen, alles was halt irgendwie Feuer macht. Dann gibt es noch die Aufgabe, Spielergebäude in einem Fahrzeug zerstört und da fahrt einfach hier mit einem Truck durch Gebäude durch. Dann habt ihr auch ruckzuck einfach die Aufgabe fertig. Insgesamt 3 für Phase 1 und dann 300 für die letzte Phase, aber das geht ruckzuck wirklich. Fahrt einfach durch, dann habt ihr schon zig Gebäude zerstört. Ansonsten mit Boot, mit dem Raketenwerfer aus dem Boot, kriegt ihr die Aufgabe im Gruppenkeilmodus auch super schnell fertig. Stelle Waffen her wäre die nächste Herausforderung und ja, das macht einfach natürlich, wenn ihr eine Waffe habt, die ihr herstellen könnt, zum Beispiel einfach Mechanikbogen oder Tüftler-Maschinenpistole, die ganzen Tüftler-Sachen, dann geht einfach auf Handwerk hier und dann müsst ihr natürlich hier das auswählen. Ihr braucht auf jeden Fall Knochen dafür, um das zu machen oder halt auch Mechanikteile, die ihr natürlich hier zum Beispiel von den Autos bekommt. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid, ist mittlerweile nichts Neues mehr. 10 für die erste Phase und 500 für die letzte Phase. Tanke Fahrzeuge auf wäre eine nächste Aufgabe. Und ihr seht halt auf der Map immer, wo die ganzen Tankstellen sind. Deswegen einfach hinfahren und aufladen, wenn ihr in einem Fahrzeug seid. Oder halt mit den Benzinkanistern, auch super easy. Für die erste Phase 5, dann 25, 50, 100 und für die letzte Phase 200 mal das Ganze machen. Die nächste Herausforderung ist, trage eine Verkleidung, hatte ich euch schon mal gezeigt. Insgesamt 3-mal müsst ihr das machen für die erste Phase, 200-mal für die letzte Phase. Das könnt ihr zum Beispiel hier bei Pleasant Park machen, bei dem Bushranger müsst ihr 75 Gold bezahlen. Dann könnt ihr einfach ganz rechts auswählen, verkleiden und das Ganze müsst ihr dann wirklich bis zu 200-mal machen, um alle XP hier zu bekommen. Trifft Schwachstellen wäre die nächste Herausforderung, das ist eigentlich super easy, ihr seht halt, einfach hier diese Schwachstellen treffen, ich denke mal, weiß auch jeder Bescheid und das müsst ihr insgesamt 100 Mal machen für die erste Phase und dann bis 20.000 Mal, dass ihr die letzte Phase auch hier schafft. Verhöre Gegner wäre dann auch die nächste Herausforderung und die geht aktuell auch eigentlich nur im Duo-Modus, Trio-Modus und Team-Modus, denn aktuell gibt es auch keine Handlanger mehr und nichts, deswegen macht es da. Einfach knocken, also dass die auf den Boden kriechen, dann verhören drücken und das Ganze 5-mal für die erste Phase, 200-mal dann für die letzte Phase. Zähme Tiere wäre dann auch die nächste Aufgabe und das müsst ihr insgesamt 5-mal machen für die erste Phase und 200-mal für die letzte Phase. Und das sind natürlich hier keine Lamas, sondern einfach Wölfe und Wildschweine. Müsst ihr entweder Fleisch hinwerfen, dann könnt ihr die schnell zähmen. Ich habe es euch alle schon gezeigt. Oder den Jägermantel bauen und dann zähmen. Die nächste Herausforderung ist, zerstöre Sofas, Betten oder Stühle mit einer Spitzhacke. Und das gab es auch letztes Season, zum Beispiel einfach hier Sofas, wenn ihr im Gebäude drin seid, ne? Oder einfach hier kleine Stühle, auch super, super easy. Ich kann euch das Ganze empfehlen, macht es hier bei dem Restaurant zum Beispiel. Hier sind extrem viele, da bekommt ihr die Aufgabe super, super schnell fertig. Für die erste Phase 25 Mal und dann
500 für die letzte Phase. Die nächste Herausforderung ist, zerstöre Stein, und das ist ähnlich wie baue Stein ab. Da müsst ihr aber auf jeden Fall hier die Steine richtig zerstören, dass die auch komplett wirklich weg sind. So, also da ist die Aufgabe mit fertig. Insgesamt 25 für die erste Phase und 500 dann für die letzte Phase. Dann haben wir noch die Aufgabe zerstöre Sträucher, und die gab es natürlich auch in der letzten Season. Das sind einfach bei Pleasant Park diese ganz kleinen Sträucher, die hier auf dem Boden immer sind. Also nichts anderes zählt hier, nur die, die um Pleasant Park hier auf dem Boden sind, die zum Beispiel zählen nicht. Immer nur diese ganz, ganz kleinen hier, die rumliegen. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid hier. Und die sind einfach hier überall um Pleasant Park. Macht das, da habt ihr auch in wenigen Spielen wirklich fertig. Da müsst ihr auf jeden Fall 25, 50, 100, 250 und dann 500 zerstören für die letzte Phase. Und damit kommen wir auch zur letzten Herausforderung von diesen seltenen blauen Stempelkartenaufträgen. Und das ist einfach zu Fuß zurückgelegte Distanz. Also einfach hier laufen. Macht am besten hier automatisch Laufen an. Und insgesamt braucht ihr für die erste Phase 25.000 Meter, dann 75.000 Meter, 150.000 Meter für die dritte Phase, 350.000 Meter für die vierte und 500.000 Meter für die letzte Phase. Und das waren erstmal alle Herausforderungen an dieser Stelle von mir. Und mein Tipp noch an dieser Stelle: Macht auf jeden Fall jedes Mal eure täglichen Aufgaben. Auch wenn ihr die grün weg habt, macht auf jeden Fall die grauen, die danach kommen, auch. Denn wir hatten niemals bisher 2200 XP für eine Aufgabe bekommen. Und wenn ihr alle drei in einem Match schafft, habt ihr direkt knapp 7000 XP schon mal drin. Die müsst ihr auch so erstmal irgendwie kriegen. Ansonsten natürlich immer Truhen öffnen, Munitionskisten öffnen, Aufgaben machen, und so kommt ihr auf jeden Fall ruckzuck auf Level 225 im Battle Pass. So, das meine Tipps erstmal für euch. Wenn euch das Ganze gefallen und geholfen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, wir in den Neuwart, Freunde, und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.